Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, die letzten Jahre war tatsächlich der Lookfantastic Adventskalender auch immer so ein bisschen mein Favorit, um ehrlich zu sein. Und heute ist er jetzt hier. Er ist ab jetzt um 20 Uhr auch verfügbar. Und ja, Riesen-Oschi, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in dieses leicht schwere Teil reinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Zeitgleich mit meinem Video geht auch das von Nicole online. Also für eine zweite Meinung, schaut gerne bei ihr vorbei. Ich habe den ja zugeschickt bekommen, weil ich habe ja auch schon eine langjährige Kooperation mit Lookfantastic und freue mich wie Bolle darüber. Ihr könnt den für 120 € kaufen. Da sind für 25 Tage 27 Beauty-Schätze drin enthalten. Da sollen richtig krasse Dinger drin sein. Wert insgesamt 650 €. Das rechnen wir nach. Mein Code CLAUDIWELT gilt noch nicht auf den Adventskalender. Ich weiß nicht, ob sich das noch irgendwann ändern wird, aber naja, jetzt ist halt so 120 €, 650 € wert, ne? Haben sie sich gedacht, dann machen wir das jetzt so. Finde ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so schlimm, weil dann haben sie für euch einen günstigeren Preis quasi kalkuliert, ne? Ansonsten hättet ihr ja eh quasi dann ein paar Euro mehr bezahlen müssen, damit die Codes aktiviert werden können. Und weil ich mich wie jedes Jahr so mega darüber freue, dass ich den auspacken darf, ich hätte ihn ja sonst selber bestellt, ne? Verlose ich in diesem Video einen selbst zusammengestellten Adventskalender. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht in der Infobox. Schau gerne mal rein. Von außen haben wir ein relativ schlichtes, in Anführungsstrichen, Design. Das ist einfach Silber. Hier steht 25 Days of, nee, doch, 25 Tage ikonische Beauty, ne? 25 Days of Iconic Beauty. Und hier ist das Lookfantastic Logo. Ich muss den mal eben kurz auf Erwin stellen. Denn mir fallen die Arme hier gleich ab. Ein Workout. Ja, da mache ich hier oben einmal das Schleifchen auf und dann offenbart sich dieses wunderschöne Bild und die haben mitgedacht. Denn es ist nicht so, dass du jetzt auch hinten aufklappst, sondern du kannst die Seite hier so rausziehen. Ich glaube, auf einer geraden Fläche wäre das ein bisschen einfacher. Genau, also ich habe den jetzt mal hier so platziert. Ich glaube, den muss ich noch ein bisschen rüberziehen. So sieht er dann in seiner kompletten Pracht aus. Also das ist schon ein Hingucker. Ich finde, dass er auch ziemlich unisex aussieht durch dieses Blau und Silber. Mal was ganz anderes. Okay, also die Boxen sind ein bisschen instabiler als letztes Jahr, muss ich gestehen. Wir haben hier auch eigentlich immer so Kärtchen oder sowas mit drin. Wow, ach guck mal. Okay, also wir starten am 1. Dezember mit einer Knallermarke. Ne? Medicaid ist immer sehr, sehr hochpreisig. Press and Glow, ein Daily Exfoliating PHA-Toner mit Enzymaktivation. 200 Milliliter, das ist eine Originalgröße. Und wir sollen hier auch irgendwie 17 Originalgrößen drin enthalten haben. Das ist unglaublich. Ne? Also finde ich richtig schön. Und du kannst quasi hier oben dein Pad reinlegen. Und dann pumpst du und dann kommt es so oben raus. Richtig cool. PHA ist ein sehr, 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 sehr mildes chemisches Peeling. Das verwende ich im Winter sehr gerne. Und wir haben hier auch noch einen Gutschein mit drin. Und zwar über 30 Pfund. Den Gutscheincode zeige ich euch nicht. Der ist individuell. Mit Lookfantastic und Foreo. Richtig geil. Also da kann ich dann auf jeden Fall mal vorbeischauen. Denn Foreo finde ich richtig interessant. Hatte ich auch schon das ein oder andere Mal da. Aber das waren immer so welche, die man nicht wieder aufladen konnte. Und ich bin sehr gespannt auf diese Maskendinger. Ne? Mal gucken, ob ich da mit dem Code irgendwas Cooles kriege. Die Masken sind ja auch unglaublich gut. Oh, guck mal, der ist sogar jetzt schon aktiv. Das ist auch abgefahren. Bis zum 31. Januar 2025. Vielleicht ideal für so ein Weihnachtsgeschenk. Ich weiß nicht, rechne ich das mit rein? Mal gucken. Am 2. Dezember haben wir hier eine Tube drin und zwar von This Works Perfect. Das ist so ein, der ist jedes Jahr irgendwie mit am Start, ne? Also nicht das Produkt, sondern die Marke. Perfect Body Smoothing Wash, also quasi einfach ein Gesichts- und Körperwaschprodukt mit Fruchtsäure, was dann ja wahrscheinlich AHA sein wird, und PHAs. Und da sind 50 Milliliter drin. Auch das ist ein Produkt, was wir im Winter alle sehr gut gebrauchen können. Wir müssen uns reinigen, also her damit. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier sind direkt zwei Produkte drin enthalten und das finde ich großartig, dass sie das auch zusammen reinpacken. Das ist von Wella diese Ultimate Repair Geschichte. Einmal Shampoo mit AHA und Omega 9 mit 100 Millilitern und dann haben wir auch noch dazu passend den Deep Conditioner mit AHA und Omega 9 und da sind 75 Milliliter drin. Also ich glaube, das machen auch nicht viele Adventskalenderhersteller, ne? Dass die beiden zusammen reinpacken. Finde ich großartig. Produziert wurde das übrigens im Juni erst. Also das ist ganz, ganz fresh. Das steht hier so drauf, ne? Also da sagen auch viele so, oh, in Adventskalendern findet man oft so Resterampe-Geschichten. Nicht hier.
Ganz ehrlich, definitiv nicht. Hier haben wir die Nummer 4. Das ist so spannend, sich hier so durchzu... ich lieb's eben. Das ist so... Ich habe ihn sehr, sehr gern. Gefühlt nehme ich den nachher noch irgendwie mit auf die Couch und schmus mit dem Adventskalender. The Ordinary, ein Multipeptide-Eye-Serum. Da sind 15 Milliliter drin. The Ordinary ist eine sehr, 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 sehr beliebte Marke, weil die zu wirklich bezahlbaren Preise Produkte auf den Markt bringen. Und Peptide sind auch immer ganz gut dafür da, um halt quasi deine Hautschutzbarriere wiederherzustellen. Und wenn du so eine extreme Trockenpflaume bist wie ich, kannst du das auch einfach kombinieren mit einer anderen Augencreme, die du so oder so verwendest. Für normale Haut und ölige Haut und so weiter ist das halt alleine schon super ausreichend, ne? Finde ich richtig nice und das wird gleich direkt mal mit runterwandern, denn ich habe aktuell sehr leichte Augencremes in Anwendung, kann ich sicherlich richtig gut damit kombinieren. Für uns ist der 5. Dezember ein Tag vor Nikolaus, aber Look Fantastic kommt ja aus England, wobei wir hier eigentlich auch die Version von dem deutschen Adventskalender haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch der 6. Dezember ein Knallerprodukt ist und der 5. Dezember ein normales, was heißt normal? Hier habe ich von Glow Hub ein Produkt und zwar ist es der Collagen Up Lip Glow. Oh, etwas für die Lippen in der Farbe Thirsty. Also quasi für die Durstigen unter uns. Ja, und Glow Hub ist auch eine Marke, die sehr viral gegangen ist, ne, wo viele auch drüber geredet haben. Das werde ich mir auf jeden Fall mal genauer angucken und schaut mal. Die Farbe ist auch wirklich eine sehr, sehr tragbare Farbe. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, Knatschpink oder mega grün oder knallerot, sondern das ist halt wirklich so ein schöner Ton, wo viele von uns ihre Freude sicherlich mit haben werden. Und das riecht gerade so peachig. Das riecht gut. Nina Nikolaus, der 6. Dezember, enthält ein riesiges Produkt. Und zwar von Sol de Janeiro. Da gab es jetzt ja auch irgendwie viele coole Sonderboxen von. Deswegen war mir irgendwie klar, dass das hier irgendwie mit drin ist, in irgendeiner Geruchsrichtung. Das ist das Perfume Mist Nummer 59 und hier haben wir auch eine große Geschichte mit 90 Millilitern. Ich habe das selber da. Ich kann mal eben meins holen, dass ich euch nochmal so ein bisschen den Duft ins Gedächtnis rufen kann. Hier ist meins und das sprühe ich einfach mal. Ich sprühe das wirklich am liebsten direkt auf meinen Körper, aber ich kann gerade wenig Körper zeigen, Leute. Was soll der Falschgeiz? Drauf damit. Das ist ein sehr blumiger Duft, aber er hat natürlich auch diese klassische Süße, die wir von Sol de Janeiro kennen und lieben. Es riecht eigentlich für mich persönlich absolut nach Sommer und weniger nach Winter, was ja ein Adventskalender eigentlich machen würde. Aber ich glaube, Sol de Janeiro ist ja eh nicht so die Wintermarke. Du kannst sie aber gerne natürlich auch im Winter tragen, um dir den Sommer wieder ins Badezimmer oder an deinen Körper so zurückzuholen. Ich finde, es ist einfach ein sehr wohliger Duft. Ich mag den wirklich, 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 wirklich gerne und freue mich da mega drüber, dass wir das hier in einer so großen Geschichte auch drin haben, ne? Der 7. Dezember ist hier und da haben wir eine kleine Schublade mit einem kleinen Tübchen von First Aid Beauty. Pure Skin Face Cleanser. Können wir gut gebrauchen? Gut, das ist jetzt schon... Gut, das ist vielleicht als Duschgel zu sehen. Dann haben wir hier jetzt ein Gesichtsreinigungsprodukt und das ist auch für sensible Haut geeignet. Generell die Produkte von First Aid Beauty und ja, da sind drin 28,3 Gramm. Das ist immer eine ganz niedliche Angabe, weil das immer in Unzen angegeben wird, weil das ist eine amerikanische Marke, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, so ein Reinigungsprodukt, ne? Erster Schritt von der Gesichtspflege generell, sehr wichtig. Auch und vor allem in dem Adventskalender, den ich ja eigentlich als meine größte Hoffnung angesehen habe, soll die Nummer 8 machen, dass es kracht. Das ist nicht nur, weil Sammy da Geburtstag hat, sondern weil sich das auch wundervoll reimt. Hier haben wir auch ein klassisches Produkt drin von Estee Lauder Advanced Night Repair. Das ist so ein Serum mit 15 Millilitern. Das ist auch mal eine schöne Größe von einem Serum, ne? Da haben wir auch einen richtig krassen Wert, weil Estee Lauder Pflegeprodukte sind ja wirklich sehr, sehr hochpreisig. Ich habe das letztens nochmal in Anwendung gehabt und habe gemerkt, dass ich das persönlich leider nicht ganz so gut vertrage, wie zum Beispiel das von Lancôme, dieses, keine Ahnung, das habe ich nämlich jetzt aktuell in Anwendung, das Youth Activating Concentrate, um euch da halt nochmal so ein bisschen mehr sagen zu können, ne? Ich rufe mir manche Dinge auch immer wieder ins Gedächtnis, denn dafür teste ich das ja auch immer das ganze Jahr über, ne? Dass ich dann auch immer wieder euch sagen kann, wie das so war. Das hier war nicht ganz so mein Fall, leider. Aber ich glaube, dass viele das sehr, sehr hart feiern, denn ansonsten wäre es nicht so ein beliebtes und gehyptes und, wie soll ich das sagen, klassisches Produkt, was so viele Jahre ja schon bei Estée Lauder existiert. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendetwas Abgefahrenes freuen. Also das, was ich hier von hier oben sehe, ist etwas, was ich jetzt nicht so ad hoc erkenne. Nee, kenne ich auch nicht. Und das finde ich ja auch großartig. In Adventskalendern möchte ich ja nicht nur so die Produkte, die wir sowieso schon übers ganze Jahr gesehen haben, finden, ne? Sondern halt auch irgendwelche eskalativen Produkte, wie zum Beispiel hier The New
oder Nü Company Super Thick, ein Scalp Serum for Hair Density. Wie toll ist das bitte? 15 Milliliter, also für die Haardichte. Hätte ich sehr gut gebrauchen können nach der Schwangerschaft zum Beispiel, kann ich jetzt aber auch nach wie vor noch sehr gut gebrauchen. Denn wenn man so ein bisschen Haarausfall oder sowas hat, kommt sowas eigentlich immer ganz gut. Ich werde mir da noch ein bisschen durchlesen, womit das dann auch entsprechend wirken soll und das dann mal versuchen auszuprobieren. Das lässt du 20 Minuten dann in den Haaren drin und wäscht es dann halt erst aus, ne? Das ist so ein Pre-Wash-Produkt. Und schön, dass wir hier auch so einen schönen Mix aus Körper, Gesicht, Haare, Make-up, vielleicht noch ein bisschen mehr Make-up drin haben. Vielleicht wird es ja in der Nummer 10 mit Make-up weitergehen. Es geht auf jeden Fall mit Avant weiter. Okay, es muss ein Avant-Produkt drin sein. Seien wir mal ehrlich. Und hier haben wir auch den Primer drin enthalten. 30 Milliliter sind das Pro Collagen. Und dann ist da ja immer eine riesig lange Erklärung, was das alles so ist, ne? Also die Produktnamen von Avant haben immer so eskalativ lange Namen. Das ist ja unglaublich. Es ist ein Primer, was ich sehr, sehr gut finde, denn ich glaube, jeder kann ihn gut tragen. Ja. Muss ich auf jeden Fall mal wieder ausprobieren. Ich weiß gar nicht mehr. Ich müsste aber auch noch meinen tatsächlich da haben. Aber ja, wie gesagt, Avant möchte den Preis dann ein bisschen noch in die Höhe, den Wert noch in die Höhe treiben. Avant ist aber eigentlich eine gute Marke. Also die Produkte, die ich von denen getestet habe, fand ich durchweg solide. Ich persönlich sage halt immer, vielleicht so ein Zehntel, Fünftel des Preises würde ich dafür ausgeben, aber nicht diese richtig krass ausgesprochenen Preise, die ja nennen. Das ist immer ein bisschen viel. Auch wenn die Produkte gut sind, davon mal ab. Erste Schnapszahl Nummer 11 ist eine Kerze von Rituals. Das finde ich immer toll. Ich liebe es, wenn wir halt auch so diese Om-Chili-Momente in den Adventskalendern finden dürfen. Und das ist die Ritual of Sakura-Variante. One beautiful fragrance can create many beautiful memories. Also ein wunderschöner Duft kann viele wunderschöne Erinnerungen verursachen oder kreieren. Und das finde ich wahr. Ist so. Ich persönlich mag den Ritual of Sakura Duft an und für sich sehr, sehr gerne, aber nicht so gerne als Raumduft. Das bereitet mir dann leider Kopfschmerzen. Das ist ein bisschen schade. Wäre das eine andere Reihe gewesen, hätte ich es noch ein bisschen mehr gefeiert, aber die Idee an und für sich von der Kerze finde ich toll. 140 Gramm ist jetzt auch echt keine kleine Größe, ne? Finde ich toll. Finde ich wirklich, muss ich wirklich sagen, finde ich, also, ja. Gehört auch in so einen Adventskalender rein. Oder hättet ihr euch mehr über einen Duschschaum gefreut? Schreibt gerne in die Kommentare. Hier habe ich jetzt den 12. Dezember, einen Tag vor der Halbzeit. Da haben wir eine Tube drin enthalten von Aveeno. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Pflegemarke. Daily Moisturizing Body Lotion. Das finde ich auch toll. Eincremen und pflegen ist immer sehr, sehr wichtig. Nourishes and protects normal to dry skin habe ich. Also ich möchte gerne Nährung und Schutz haben mit Hafer haben wir das. 100 Milliliter sind hier drin. Und ja, also ich finde persönlich jetzt die Tube jetzt nicht so ultimativ ansprechend, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Aber wenn es in diesem Adventskalender drin ist, animiert es mich dazu, um es mal so zu sagen. Ja, und zur Halbzeit des Adventskalenders am 13. Dezember muss ich euch gestehen, dass ich natürlich ein bisschen voreingenommen bin von diesem Adventskalender. Ja, wenn ich ihn die letzten Jahre schon so geil fand. Natürlich habe ich aber dementsprechend auch sehr, sehr hohe Erwartungen. Das darf man nicht vergessen. Wie gesagt, der 13. Dezember enthält einen MAC-Lippenstift. Auch hier keine Mini-Größe, sondern wirklich eine gute Größe in der Farbe Hug Me. Lustre Glass Lipstick. Ich glaube auch, dass es eine der neuen Formulierungen ist. Oder vertue ich mich da? Meine ich nämlich schon. Also auch hier sehen wir die Farbe, ne? Das ist so schön tragbar. 508. Und auch das, es passt halt einfach zu diesem ganzen Weihnachtsstimmungsthema, umarme mich, hug me, ne? Also das heißt es ja quasi, hug me heißt nicht hack auf mir rum, sondern umarme mich. Und das ist wunderschön. Das ist eine richtig tolle, tragbare Farbe. Die kannst du im Alltag tragen. Die kannst du aber auch tragen, wenn es mal irgendwie ein geiles Event ist oder sowas, ne? Das ist schon schlau. Das ist wirklich schlau, weil so bekommt man echt Pluspunkte als Adventskalender-Firma. Ja, und die erste Halbzeit hat mich sehr, sehr positiv gestimmt. Ich persönlich würde mir jetzt gerne noch so Gesichts Serien wünschen, sowas, ne? Das finde ich immer ziemlich genial. Ansonsten vielleicht ein Körperpeeling, da würde ich mich auch drüber freuen. Weitere dekorative Kosmetik, weil bislang haben wir Primer und zwei Lippenprodukte gehabt. Na, vielleicht eine Mascara, das fände ich richtig geil, erfahrungsgemäß in der 25 sehr wahrscheinlich eine tolle Lidschattenpalette. Das wäre so mein Herzenswunsch. Hier haben wir jetzt erstmal den 14. Dezember und da haben wir was drin von Color Wow, was ich richtig toll finde. Und zwar ist das, weil Color Wow ist eine wirklich geile Marke. Ich liebe diese Money Mask zum Beispiel, die haben. Die ist der Wahnsinn. Raise the Root Thicken and Lift Spray. Ach so, das bringt quasi Volumen in die Haare. 50 Milliliter sind hier drin. Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich halt haben
möchte. Ne? Also ich habe kein großes Volumen in meinen Haaren oder so, aber ich möchte jetzt auch nicht aussehen wie ein Pudel. Dementsprechend ist, also nee, würde ich mir das jetzt wahrscheinlich nicht zusätzlich noch auftragen. Da bin ich halt eher bei diesem Kopfhaut-Serum gedünsten. Am 15. Dezember sehe ich direkt von oben, dass wir zwei Produkte drin haben von einer Marke, wo ich aktuell das Vitamin-C-Serum in Anwendung habe. Und zwar Peter Thomas Roth oder Peter Thomas Roth. Ich weiß nicht, ob das ein deutscher Mensch ist. Nee, das kommt aus New York. Jeweils 14 Milliliter und das sind zwei Masken. Ha, da haben sie mich ja direkt, ne? Anti-Aging Gel Mask mit Rose Stem Cell, also mit Rosenstammzellen. Hallo, hier bin ich. Ich bin Claudi und ich mag sehr gerne Masken und Rose und ich, wir sind einfach so. Und diese Maske habe ich auch schon mal aufgebraucht. Die Cucumber Gel Mask, die ist wirklich so richtig toll kühlend. Hat einen Detox-Effekt mit dabei. Perfekt im Sommer geeignet oder wenn man halt auch in der schwitzigen, hitzigen Weihnachtszeit, wo ja wirklich alle Firmen nochmal so ein bisschen Gas geben, Jahresabschluss und so weiter, ne, ein bisschen gechillt werden möchte, da kommt die wirklich ganz gut. Ich finde es schön, dass die hier 2x14 ml reingemacht haben, anstelle von 1x28 ml von nur einer der beiden Masken. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Generell, ne, euer Feedback ist immer super wichtig, denn ich weiß, dass Lookfantastic darauf hört. Also die lesen sich das wirklich durch und versuchen dann auch wirklich alles anzunehmen und umzusetzen. Wir sind wieder am 16. Dezember und da ist etwas drin, was quasi das komplette Büchslein füllt. Und zwar, da hat sich Lookfantastic mit Trickwell Cosmetics zusammengetan. Richtig toll. Und da haben wir Powder Puffs drin. Sehr praktisch. Also letztes Mal hatten wir, glaube ich, Pinsel mit drin. Jetzt haben wir hier diese Powder Puffs und ich glaube, dass das einfach diese Tools, ne, die wir sowieso in unserer Schminkroutine mit drin haben, das kommt immer ganz gut. Also da freut man sich auch drüber. Vor allem hast du hier zwei riesen Dinger drin. Die finde ich klasse. Und da bin ich jetzt mal ehrlich, ich verwende die jeden Tag. Ich verwende die zum Abpudern um meine Augen drumherum. Ich verwende die, um mein Gesicht damit zu reinigen. Maxim sagte mal, du kannst die, weil er die auch bei sich im Shop hatte, ne, du kannst die theoretisch zum Putzen nehmen, du kannst die für alles nehmen, ne, wenn du halt selber dich nicht schminkst. Aber ich glaube, wenn du dich gar nicht schminkst, dann ist der Adventskalender nicht unbedingt was für dich. Aber die finde ich ja mal richtig geil hier drin. Die fühlen sich auch schön weich an, schön flauschig. Das wird wahrscheinlich nur die ersten paar Anwendungen so sein. Sobald ich die in Waschmaschine und Trockner gepackt habe, verändert sich das meistens ein bisschen, aber feiere ich total. Am 17. Dezember sind wir jetzt eine Woche vor Heiligabend und da werden wir so ein bisschen dran erinnert, hey Leute, auch wenn Winter ist, vergesst bitte nicht den Lichtschutz. Und das finde ich so geil. Also das ist einfach mitgedacht, ne? Also ich predige das immer wieder und finde es einfach schön. Hier haben wir einen Lichtschutzfaktor von 30 von Ultrasun mit dabei. Das ist, ich glaube, auch eher eine kleine Größe mit 25 Millilitern, aber besser haben als brauchen. Und das kann ich euch wirklich auch ans Herz legen. Verwendet ganzjährig Lichtschutzfaktor, ganz egal, ob ihr euch irgendwie im Schatten aufhaltet oder sonst irgendwie. Ne? Wir sind ja alle, glaube ich, nicht unbedingt so die Kellerkinder, dementsprechend geht man dann auch mal raus. Verwendet sowas. Das ist einfach wichtig, denn die Sonne ist tatsächlich der Faktor, der uns am ehesten altern lässt. Da geht es nicht nur um Falten, sondern halt auch um Pigmentflecken. Denn du kannst faltenfrei sein, aber wenn du Pigmentflecken im Gesicht hast, ne, dann siehst du trotzdem ein paar Jährchen älter aus. Ist so. 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich kann es mir echt nicht nehmen lassen, dass ich trotzdem schon mal, wenn ich das öffne, dass ich da schon so reinlinse, ne? Okay, hier haben wir einen Blushlighter drin, den habe ich letztens auch schon irgendwie in meinen Händen gehabt. Ich mag sehr, sehr gerne die Marke. Also da habe ich euch auch mal ein Fullface zugeschminkt. Da habe ich auch noch nach wie vor allerhand Produkte in Anwendung. Die ist wirklich toll. CRT London. Und da haben wir Sweet Kiss, den Illuminating Blusher mit 5 Gramm drin. Und ich habe hier die Farbe, dürfte dann Sweet Kiss sein. Ja, das ist einmal dieser hier. Bei Blushlightern, das ist immer so ein Ding bei mir, ne? Da weiß ich nie, sehe ich das überhaupt. Weil vor allem der Schimmer bleibt irgendwie auf meiner Haut haften. Ich weiß nicht, was meine Haut da an sich hat. Ach ja, die Farbe, genau das hatte ich schon in meinen Händen. Wir kommen so jung nicht nochmal zusammen. Wir swatchen die jetzt einfach mal. Sowohl einmal so, dass ich euch das einfach mal zeige, wie das so aussieht. Wow. Okay, das ist halt schon doll, ne? Also vom Schimmer auch sehr, sehr doll. Wow. Wow. Mhm. Okay, ja, wirklich relativ viel. Ich würde schon sagen 50-50, ne? Gold und Pink. Wir schauen mal. Ich habe jetzt hier auch Pinsel. Dann nehme ich mir mal einen. Einfach mal drauf. Einfach mal ausprobieren, Claudi. Ja, da gibt es sehr viel Schimmer ab. Der Goldton ist mir, ihr seht es, zu dunkel, ne? Und der Rosaton, der ja im Blush selber mit drin ist, ist mir ein bisschen
auch zu dunkel. Vielleicht sogar ein Stückchen zu kühl. Na, wir gucken einfach mal. Ihr seht das jetzt quasi im Abendlicht. Also hier ist jetzt kein, das ist jetzt nur künstliches Licht, was hier im Raum ist. Das sieht in der Kamera voll schön aus. Ich glaube, wenn man so live vor mir steht, ist das nicht ganz so passend für mich. Ist halt immer die Problematik, wenn man in Adventskalender halt ja so farbgebundene Produkte reinpackt. Ne? Die können nicht jedem passen. Nun ja, haben wir hier mit drin. Notfalls kann man sowas als Lidschatten-Duochrome quasi auch ganz gut verwenden. Mein Vibe ist es jetzt leider nicht. Jetzt hatte ich da auch noch einen Krümel unter der Augenbraue. Einfach mit dem Spoolie wegbürsten, nur so ein kleiner Lifehack. Hier habe ich jetzt den 19. Dezember. Man befindet sich jetzt so ein bisschen in der Weihnachtswoche. Die ersten haben auch schon ihren Weihnachtsurlaub. Und man lässt so ein bisschen auch los und kommt eher so Richtung Heiligabend. Schmückt Bäume und findet in seinem Adventskalender einfach mal von Elemis die Pro Collagen Marine Cream. Ach du Schande. wow. Ja, 30 Milliliter haben wir hier drin. Das ist teuer. Also ich freue mich jedes Mal darüber, ne, wenn wir halt so einen riesen Oschi von Elemis hier drin haben. Puh, die sind schon hochpreisig. Und das ist Marine Kosmetik. Marine Kosmetik ist so gut für meine Haut. Die habe ich auch schon mal in einer kleinen Größe verwendet. Ich finde die großartig. Ich sage es jetzt, wie es ist, ne? Genau, das ist eine Tagescreme. Für Leute, die vielleicht nicht ganz so feuchtigkeitsbedürftig sind, ist es halt auch Nachtcreme. Ne? Also das musst du halt selber für dich entscheiden. Alter Schwede. Ich hätte das als 24 oder 25 erwartet, wenn überhaupt. Ne? Das ist schon krass. Das ist richtig krass. Anti-Wrinkle Hydrating Day Cream. Wow. Wattenklopper hier mittendrin. Und das ist halt das Ding. Ich finde es immer so großartig und deswegen mache ich ja auch diese Videos immer so. Ne? Nicht nur, weil mir das intensiv Spaß macht hier mit euch, sondern auch, weil ich das einfach so geil finde, herauszufinden, was lohnt sich? Ne? Wo kann man sein hartverdientes Geld investieren? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Nach wie vor in der Weihnachtswoche, nach wie vor die besinnliche Stimmung, die wir haben. Und hier haben wir Grown Alchemist drin enthalten. Polishing Facial Exfoliant. Noch so ein Peeling. Hatten wir nicht eben schon? Ja? Nee? Oder? Ach so, nee, das war ein Toner, wo du auch PHA mit drin hattest. Vergiss es. Das ist mit Pink Grapefruit, Glucomananextrakt, Pampelmus, Rose und so weiter und so fort. 20 Milliliter sind hier drin. Und Grown Alchemist ist, glaube ich, in dem englischsprachigen Raum auch eine super krass gehypte Marke. Das hört man hier bei uns in Deutschland nicht ganz so viel, aber findet man halt da richtig, richtig intensiv in den ganzen Reviews und so weiter immer wieder. Hier haben wir auch eine Tube drin enthalten und das sieht einmal so aus. Ja, ein Gesichtspeeling ist auch immer eine gute Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob das mechanisch ist oder ob das auf Basis von irgendwelchen ja, chemischen Geschichten ist, weil Salicylsäure, hallo, ja, es ist definitiv ein chemisches Peeling und das begrüße ich sehr. Ist nämlich für sensible Haut dann auch sehr, sehr gut geeignet. Boah. Okay, ja, der 21. Dezember. Ich hab's schon erahnt von oben. Iconic London Prep Set Glow 120 Milliliter. Das ist ein Fixing Spray in einer Originalgröße. Und dieses Fixing Spray ist in Original. Also du hast ja nicht so diesen Ultra Glow, ne? Aber du hast einen Glow. Und das ist so schön. Ich kann es ja mal kurz, du hast ja auch eine Kugel drin, dann schüttelt man das, ne? Und dann siehst du halt diesen Glow, finde ich so passend für einen Adventskalender, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Denn selbst wenn du sagst, Mensch, ich möchte das nicht im Gesicht haben, dass ich so einen Glow habe, dann gebt euch das auf die Schlüsselbeine, gebt euch das ins Dekolleté, gebt das auf die Beine, auf die Arme, keine Ahnung, in die Haare, ne? Und ich finde das total super. Ich habe es selber da und ich finde es richtig schön, dass sie das in den Adventskalender reingepackt haben. Wow. Es hört sich jetzt auch total merkwürdig an, ne? Aber ich fühle, also ich habe irgendwie dieses, ich bin irgendwie gerührt davon, dass die so einen geilen Adventskalender machen. Das ist bescheuert eigentlich, ne? Es geht hier um ein Produkt hier. Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22, da habe ich was von Espa drin. Denn hier liegt was von Espa oben drauf, eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Das Tree Active Regenerating Treatment Oil. Ein Gesichtsöl, 10 Milliliter und das ist hier unten auch aus Glas und Espa ist für mich persönlich manchmal ein bisschen zu krass mit ätherischen Ölen oder Parfümstoffen unterwegs. Meine Haut verträgt das leider nicht so gut, aber ich glaube, welche, die halt nicht so sensibel sind wie ich, werden sich sehr darüber freuen. Vor allem diejenigen, die eine trockene Haut haben, lieben ja auch wirklich diese ganzen Gesichtsöle, die man dann zur Winterzeit verwenden kann und so, ne? Also ich finde es hammermäßig, was die hier reinpacken. Keine Frage, Look Fantastic verdient natürlich auch noch was daran und auch die Marken und so weiter, aber ich finde es einfach für den Konsumenten halt so schön. Also für uns.
Der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, ist sehr flauschig. Was heißt flauschig? Ne? Da wird so ein bisschen dran gedacht, okay, es könnte ja gegebenenfalls sein, dass man über die Feiertage verreist und dann bist du vielleicht irgendwo und da gibt es dann keine Jalousien. Deswegen gibt es in Kooperation von Lookfantastic mit Brushworks diese Schlafmaske. Richtig geil. Also die kannst du natürlich auch zweckentfremden, ne? Wenn du da etwas andere besinnliche Stunden haben möchtest. Und ja, das ist eine aus Satin. Mhm, ja. Finde ich cool. Muss ich, also, ne, sind öfters mal in Adventskalendern drin, aber ich sag mal, wenn wir nicht, wie hier ja auch, ne, wir haben ja generell nicht viele Füllprodukte oder so ein Kram hier drin, es passt halt einfach in diesen Vibe, den der Adventskalender uns gibt und der ist kuschelig. Der 24. Dezember ist bei uns in Deutschland Heiligabend, aber wir haben ja gleich noch eine Nummer 25. Hier bekommen wir, oh, Shiseido Vital Perfection Uplifting and Firming Express Eye Mask. Oha! Oha, da sind zwei Stück drin, die kenne ich. Die hatte ich schon mal. Die sind riesig und richtig gut. Also wirklich, das sieht man vielleicht hier bei der Lady, ne? Also die kannst du fast schon als komplette Gesichtsmaske bezeichnen, wo halt einfach die Stirn ausgelassen wurde und so ein bisschen das Kinn. Aber die ist komplett hier so komplett rum für ganz tiefe Augenringe und ganz lange Augen. Weil wenn ich lache, ich habe das letztens gesehen, als ich so auch meine Thumbnails gemacht habe, ne? Wenn ich lache, da gehen meine Falten mittlerweile hier so in eins über. Läuft. Ja, auf jeden Fall haben wir hier sehr, sehr, sehr teure Augenpads drin. Boah. Und die 25 ist ja sehr präsent die ganze Zeit hier vor unserer Nase gewesen. Okay, hier haben wir einfach mal von Anastasia Beverly Hills die Soft Glam Lidschattenpalette drin. Ich fall vom Stuhl. Ernsthaft, das finde ich richtig krass. Das finde ich wirklich cool. Warte, ich hole mal eben meine, dann kann ich euch zeigen, wie die von innen aussieht. Die ist auch schon ein bisschen benutzt. Das habt ihr bei meinem Lidschatten, die Klatte, auch gesehen, ne? Das ist so eine richtige Klassiker-Palette. Also die Farben da drin, die sind toll. Die kannst du sowohl im Alltag gut verwenden, als auch zu besonderen Anlässen, wenn du etwas dunkler werden möchtest. Du kannst das Schwarz super als Eyeliner verwenden. Die Schimmertöne sind richtig richtig toll. Verwende ich am liebsten mit einem Glitterglue in Kombination. Da gibt es ja auch den bei Lookfantastic von NYX, ne? Einfach, damit es einfach länger hält, ne? Das mache ich aber mit allen, egal welches Preissegment, Lidschattenpaletten. Und wow, also dass wir die hier mit drin haben, ich glaube, da freuen sich viele drüber, weil das einfach auch tragbare Töne sind. Das ist jetzt nicht kunterbunt, das ist aber auch nicht 0815. Ich persönlich finde, dass es sehr, sehr schlau gewählt ist, die mit reinzupacken. Okay, Leute, wie krass war bitte jetzt dieser Adventskalender? Das Einzige, was ich hier vermisse, ist eine Mascara. Bin ich ehrlich, ne? Dann haben wir auch irgendwie kein wirkliches Gesichtsserum hier mit drin. Doch, wir hatten das Advanced Night Repair von Estee Lauder. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber tatsächlich eine Mascara wäre ganz nice gewesen. Vielleicht anstelle von einem der beiden Lippenprodukte. Max Deck hatten wir letztes Jahr drin. Hat Glow Hub eine? Weiß ich nicht. Weil, also die Kläppchen sind dann ja quasi immer, ja, entsprechend werden ja immer vergeben an die jeweiligen Firmen, ne? Aber trotzdem, also ich finde den Inhalt so schön. Ich glaube, da freut man sich richtig derbe, wenn man den im Advent so auspackt und da hast du wirklich jedes Kläppchen als wow. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt persönlich jetzt ad hoc als meinen Favoriten nennen würde. Ich finde es halt einfach am geilsten, dass wir hier die Soft Glam Palette drin haben. Darüber freuen sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute. Aber ansonsten halt auch das Parfum. Wir haben diese Creme hier random mittendrin gehabt und so, ne? Ich finde es hammermäßig, was die hier wieder rausgehauen haben. Und ich habe es das ganze Jahr über gesagt, wenn die halt solche LEs zusammenschustern mit so einem krassen Preis-Leistungs-Verhältnis, dann muss der Adventskalender knallen. Hat er gemacht, oder? Wie gefällt euch der Adventskalender dieses Jahr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da können wir gerne mal drüber uns unterhalten. Und ja, also für mich wirklich ein sehr, sehr, sehr empfehlenswerter. Für 120 Euro, das muss man sich echt mal überlegen. Das ist ja, ja, keine Ahnung, kriegst ungefähr den sechsfachen Wert daraus, ne? Hast hier richtig geile Produkte drin, eine tolle Gesichtspflegeroutine, die aber auch wirklich so gut wie alle verschiedene Hauttypen tragen können. Auch die Base-Produkte bzw. die dekorative Kosmetik. Na, der Blush könnte, also Leuten, die ein bisschen dunkler als ich sind, wird der super krass gut gefallen. Jetzt auch in der Kamera sieht er gut aus. Ansonsten, ich glaube, ich kann hier auch wirklich alles ganz, ganz gut draus verwenden. Also ich bin einfach baff nach wie vor, wie immer, ne? Das ist ja unglaublich, was wir hier drin finden dürfen. Ich bin da sehr happy drüber. Wie gesagt, mein Code Claudiewelt gilt gerade nicht auf den Adventskalender. Das ist ein bisschen schade. Wenn sich was ändert, informiere ich euch natürlich darüber. Und ich bin einfach hin und weg von diesem Adventskalender. Schaut in der Infobox vorbei. Die letzten Jahre hat es nicht lange gedauert, bis der ausverkauft war. Und da waren manche ganz schön traurig, als sie ihn nicht mehr gekriegt haben. Und ich finde wirklich,
120 Euro ist vollkommen in Ordnung. Also wirklich. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier gewesen. So, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.